Sehr geehrte Damen und Herren, auch von unserer Seite einen schönen Nachmittag und willkommen zu diesem Symposium, das wir etwas anders als die normalen Symposien gestalten wollen, weil wir auch einen Praxisteil dabei haben. Ich darf mich aber zuallererst bei der Frau Kreins-Kabers bedanken, die letztlich das Thema Yoga und Meditation so letztlich mit Begeisterung aufgegriffen hat und auch diesen großen Raum zeitlich und örtlich sozusagen zur Verfügung gestellt hat, damit wir uns diesem Thema widmen können. Ich darf gleich auch Magister Walter Klocker begrüßen. Herr Klocker ist Psychotherapeut einerseits mit der Richtung konzentrative Bewegungstherapie, das heißt ein Ansatz, wo es letztlich sehr viel darum geht, wie der Körper Einfluss auf das Seelenleben hat und wie auch die Seele sich auf Körperlichkeit auswirken kann. Und zum anderen ist er langjähriger Praktizierender und Lehrender von Yoga und Meditation in verschiedenen Richtungen und er wird sein Wissen und seine Erfahrung heute mit uns teilen. Zum Ablauf, nur damit Sie ungefähr wissen, was Sie erwartet. Als erstes möchte ich ein paar Worte darüber verlieren, warum wir uns dieses Thema überlegt haben und warum wir glauben, dass das sinnvoll ist und hoffen, dass Sie auch eventuell ein paar Gedanken mitnehmen und auch profitieren können. Dann möchte ich was über die Datenlage, also Studienlage zu Yoga und Multipler Sklerose berichten. Das wird jetzt nicht ewig dauern, aber letztlich um einen Einstieg in diese Kombination Yoga und MS zu bekommen. Im Anschluss daran wird Herr Klocker das Yoga-Konzept Ihnen vorstellen, letztlich auch mit dem Hintergrund und dem Wissen, dass das eine jahrtausendealte Praxis ist, in der es letztlich nicht um Gymnastik geht und auch keine Wunderheiler hier dabei sind, sondern dass letztlich ein sehr ganzheitliches Konzept ist, wo es um Lebensqualität gehen kann. Und im letzten Teil wird er dann mit Ihnen ganz einfache Übungen, für die, die möchten, durchführen. Es ist für alle im Wesentlichen möglich, also es muss niemand einen Kopfstand machen. Ganz einfache Atemübungen und einfache Bewegungen sind Sie eingeladen, dann mit ihm gemeinsam durchzuführen. So wird der Nachmittag, also so ist der Nachmittag heute, also die nächsten 1,5, 2 Stunden gestaltet. Gut. Gibt es dazu Fragen? Nein. Dann fange ich einmal an. Warum haben wir dieses Thema Yoga, Meditation und Multiple Sklerose gewählt und wo glauben wir, dass Sie möglicherweise was auch für sich mitnehmen können? Kurz, und das ist ja nichts Neues sozusagen, das ist einmal von ganz pragmatischer, ärztlicher Seite, wie ich ja bin, was macht die Multiple Sklerose aus? Also das, was wir, das wissen Sie besser als ich, wir reden über Schübe, wir reden über Krankheitsaktivität, die wir auch subklinisch beurteilen können anhand des MRTs. Die beiden beeinflussen sich wechselseitig, das heißt Schubaktivität korreliert in gewissem Maß auch mit radiologischer Aktivität und dann gibt es das zentrale Thema der multiplen Sklerose, nämlich das Fortschreiten der Erkrankung, die Behinderungsprogression, die wir anhand des EDSS messen und wo wir von Schubaktivität und von MR-Aktivität letztlich nicht genau vorhersagen können, wie sich diese Erkrankung in den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelt. Die neuen Therapien, ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren in diesem Feld letztlich und was sich schon gezeigt hat, dass wir mit den neuen, insbesondere auch den hochwirksamen Medikamenten letztlich den Erkrankungsverlauf bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können und wenn Sie die Grafik hier kurz haben, wenn man die Grafik hier ganz kurz verfolgt, zeigt sich, dass
In neueren Zeiten und nach Einsatz der neuen immunmodulierenden und immunsuppressiven Therapien letztlich die Behinderungsprogression langsamer voranschreitet, als es in der Zeit war, bevor immunmodulierende Therapien möglich waren. Sie wissen genauso, wir alle wissen, dass wir die Erkrankung in vielen Fällen nicht stoppen können, aber in sehr vielen Fällen doch letztlich positiv beeinflussen können. Und als Gruppe sozusagen hat sich in den letzten 20 Jahren sehr viel Positives verändert. Noch einmal, von ärztlicher Seite sind wir gewohnt, Schübe zu beurteilen, Kontrastmittelaktivität und radiologische Aktivität zu beurteilen, aber letztlich gibt es ein ganz breites Feld der Betroffenen, wo wir uns viel schwerer tun, alle Beschwerden, die mit der multiplen Sklerose assoziiert sein können, auch sozusagen anzugehen. Die Müdigkeit, auch das Thema der Arbeitsfähigkeit, die Mobilität, alles, was mit Emotionalität, mit dem Gefühlsleben, mit dem Antritt, mit dem Affekt zu tun hat, Schmerz, Partnerschaft und Sexualität, die Blasen- und Mastdarmfunktion sowie Gedächtnis und Sprache, sozusagen das, was wir als Symptome der MS bezeichnen, die wir in viel geringerem Ausmaß letztlich, die uns zugänglich sind, weil sie vielfach auch sehr subjektiv sind und wir aber auch viel schwieriger uns tun, letztlich da einen guten Weg zu finden, einen therapeutischen. Und nun hat sich eine Gruppe auf der einen Seite von MS-Betroffenen, das ist People with MS heißt das, und auf der anderen Seite Healthcare Professionals zusammengesetzt aus Deutschland, haben eine sozusagen Arbeitsgruppe gegründet und haben sich überlegt, im 21. Jahrhundert sozusagen, was brauchen Menschen mit Multipler Sklerose und sind zum Teil ähnlichen und zum Teil unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Da, wo Einigkeit besteht, ist letztlich, dass nach wie vor trotz der Möglichkeit, die Krankheitsaktivität zu beeinflussen, die Notwendigkeit besteht, auch die Progression der Erkrankung zu beeinflussen. Die meisten Medikamente, die wir zur Verfügung haben, können die Schubaktivität bremsen, aber das Fortschreiten der Behinderungsprogression nur in gering, nicht gar nicht, aber in etwas geringerem Ausmaß beeinflussen. Da, wo interessanterweise unterschiedliche Zugänge oder unterschiedliche Auffassung besteht, ist das Symptommanagement. Ja, das heißt, diese Gruppe, die sich hier zusammengesetzt hat, Menschen, also MS-Betroffene, hatten sozusagen den Eindruck, dass von ihren ärztlichen, also von ärztlicher Seite, das Symptommanagement letztlich nur in geringem Ausmaß sozusagen eine Wichtigkeit beigelegt wird. Dazu gehören, wie schon besprochen, kognitive und emotionale, auch mentale Aspekte der MS, die sogenannten unsichtbaren Symptome, die aber in ganz relevantem Ausmaß zur Lebensqualität beitragen. Also hier offensichtlich ist Handlungsbedarf, wenn es um die symptomatische Therapie der MS geht und um den Umgang letztlich mit den Symptomen, die die Erkrankung macht, jenseits von Schüben. Es gibt auch eine Umfrage der Wiener MS-Gesellschaft aus dem Jahr 2016, was bewegt MS-Betroffene in Österreich, und letztlich sind da 10 Punkte angeführt worden. Ich habe die ersten 4 von der Wichtigkeit, wurde Ernährung an erste Stelle gereiht, gefolgt von medikamentöser Therapie, und schon als dritter Punkt unsichtbare Symptome der MS sowie Komplementärmedizin. Und ich denke, das ist dieser Bereich, wo wir heute uns hinbewegen wollen, symptomatische Therapie, auch Komplementärmedizin, derzeit wird Yoga und ähnliche Praktiken als Komplementärmedizin bezeichnet. Letztlich mit dem Ziel, selbst auch Einfluss auf die Erkrankung nehmen zu können, Eigenverantwortung übernehmen zu können und letztlich auch mehr Unabhängigkeit gewinnen zu können. Hier zusammengefasst sozusagen die Therapiesäulen der multiplen Sklerose von der deutschen MS-Gesellschaft so gezeigt: die Schubtherapie, die krankheitsmodifizierende Therapie, symptomatische Therapie, Rehabilitation und komplementär und alternative Verfahren, wo hier das Yoga zugereiht wird. Zunehmend werden aber im Bereich der symptomatischen Therapie und im Bereich der Rehabilitation Yoga sozusagen eingesetzt, um zu einer Symptomverbesserung und zu einer Besserung der Lebensqualität
möglich zu machen letztlich. Gibt es dazu mal, das wäre der erste Block, ist da irgendeine brennende Frage oder etwas, was wir jetzt schon so besprechen wollen? Gut, dann machen wir weiter. Auch eine deutsche Umfrage hat sozusagen geschaut, was machen die MS-Betroffenen, welche oder was für Praktiken sind interessant und werden auch zum Teil nicht mit den behandelnden Ärzten besprochen. Und da gibt es eine ganze Reihe, von denen wir zum Teil nichts wissen oder wenig wissen, Vitamine, Ernährungssupplementation, Entspannungstechniken, Homöopathie, Meditation, Yoga und so weiter. Und letztlich aber, das ist die Häufigkeit, wie das angewendet wird, sozusagen Vitamine werden, also jenseits der klassischen schulmedizinischen Therapien werden Vitamine am häufigsten angewendet, die höchste Zufriedenheit aber gäbe es mit Yoga, Tai Chi und Meditationstechniken, also in Bezug auf die Lebensqualität, noch mehr als jetzt Vitaminersatztherapien. Was gibt es zu Daten zu Yoga und Multipler Sklerose? Es gibt Daten zur Müdigkeit, auch zur Stimmung. Es gibt Untersuchungen, wie Yoga das Gleichgewicht beeinflussen kann, zur Lebensqualität, Beweglichkeit, Blasenstörungen und zur Kognition. Und ich habe eine Auswahl getroffen, die ich kurz Ihnen vorstellen möchte. Das ist eine recht prominent publizierte Arbeit aus 2004, wo man untersucht hat, ob Yoga einen Einfluss auf die Müdigkeit nehmen kann. Es ist ja, wie Sie sich vorstellen können, ich möchte es dann nachher noch einmal kurz diskutieren, nicht ganz einfach, Yoga in einem Studiensetting zu untersuchen, so wie wir es in den medikamentösen Therapien tun. Wenn wir eine medikamentöse Therapiestudie machen, gibt es eine Gruppe, die nimmt ein Präparat, sei es eine Infusion, eine Injektion oder Tabletten, und die andere Gruppe nimmt entweder nichts, ein Placebo oder eine andere Therapie. Ja, das ist sozusagen, und dann messen wir Schubaktivität, radiologische Aktivität und Behinderungsprogression. Wenn wir Studien zu Yoga durchführen, ist das natürlich wesentlich schwieriger, weil wie machen Sie eine Verblindung? Ja, weil jemand, der Yoga macht, weiß, dass er Yoga macht und nicht, ob er es vielleicht macht oder nicht macht. Ja? Also das heißt, es ist vom Studiendesign wesentlich schwieriger, Yoga-Studien durchzuführen. Und dann ist auch die Frage, macht jeder die gleichen Übungen oder machen manche andere Übungen? Das heißt, es ist nicht so einfach, ein Studiendesign zu finden, mit dem Sie die Wertigkeit dieser Praxis wirklich gut beurteilen können. Gut, die haben folgendes Studiendesign gewählt. Die haben eine Gruppe von etwas über 20 Patienten hat Yoga gemacht und die andere Yoga-Gruppe hat gewartet. Und letztlich hat die, nach 6 Monaten hat man das evaluiert, und letztlich hat die Gruppe, die regelmäßig Yoga unter Anleitung praktiziert hat, einen positiven Effekt im Hinblick auf Müdigkeit und auf Vitalität erlebt. Eine andere Studie hat, das ist in einem Reha-Zentrum durchgeführt worden in Deutschland, die haben sozusagen eine Kooperation mit einer Yoga-Universität aus Indien. Die haben 11 MS-Betroffene mit schon einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium angeboten, an dieser Studie teilzunehmen. Diese Betroffenen haben über 3 Wochen täglich 2 Stunden unter Anleitung Yoga gemacht, also 1 Stunde am Vormittag und 1 Stunde am Nachmittag, und man hat sich die Resthandbildung angeschaut. Und was sich gezeigt hat, vor diesen 3 Yoga-Wochen, wenn Sie so wollen, und nach diesen 3 Yoga-Wochen, ist die Resthandmenge deutlich zurückgegangen. Also so knapp 100 Milliliter Resthand vor dem Training und 30 Milliliter Resthand nach dem Training. Also schon letztlich muss man sagen, ein relevanter Effekt, weil Resthandbildung natürlich etwas ist, was wir vermeiden wollen, weil es zu Infektionen und unter anderem zu Infektionen führen kann.
Und was Sie noch gemessen haben, ist die Häufigkeit des Toilettengangs letztlich. Und hier hat sich sowohl während des Tages als auch während der Nacht eine deutliche Abnahme dieser Miktionsfrequenz gebracht. Das heißt, in diesem Setting ist tatsächlich sozusagen einen Effekt. Wir können, Lebensqualität ist etwas Subjektives, das wir mit Fragebögen bewerten können, aber hier gibt es, wenn Sie so wollen, auch einen messbaren Effekt auf die Blasen, auf die Resthahnmenge. Man hat sich auch hier angeschaut, inwieweit Yoga die muskuläre Kraft der unteren Extremitäten beeinflussen kann. Diese zwei Tests, der Time to 20 Foot Walk, die Gehstrecke und die Gehstrecke beurteilt und der 9-Hole-Pack-Test beurteilt die Funktion der oberen Extremität. Das sind Messparameter, die wir auch in klinischen, also neben dem EDSS, auch in klinischen Studien verwenden. Und auch hier hat sich bei einem 90-minütigen Training zweimal pro Woche über 8 Wochen letztlich eine Verbesserung dieser Parameter gezeigt. Es gibt dann eine große sozusagen Meta-Analyse zu Yoga MS und MS, also wo man einen, und hier auf dieser Seite, also wenn die Punkte an der Linie sind, heißt das kein Effekt, und wenn sie auf der linken Seite sind, heißt das eine positive Auswirkung auf Müdigkeit. Und wenn man sozusagen diese Gruppe an Untersuchungen herannimmt, kann man konklusiv sagen, in diesen Studien hat sich ein positiver Effekt auf die Fatigue gezeigt. Und Ähnliches gilt auch für die Stimmung. Sozusagen in diesen, hier wurden nur eine ganz kleine Gruppe von Studien ausgewählt, die auch entsprechende methodischen Anforderungen entsprochen haben. Und auch hier hat sich ein positiver Effekt gezeigt. Kein Einfluss hat sich in dieser Meta-Analyse gezeigt auf die Lebensqualität, Muskelfunktion und Kognition. Das heißt, die Ergebnisse sind letztlich auch divergierend. Sie haben Untersuchungen, wo es positive Effekte gibt, und Sie haben auch Untersuchungen, wo es keine positiven Effekte, aber letztlich auch ist es eine Technik, wo man sagen kann, man hat jetzt auch nicht mit relevanten Nebenwirkungen zu rechnen. Die Schwierigkeit ist in unserer letztlich naturwissenschaftlichen Zugangsweise, wie sie praktiziert wird, wie schon eingangs erwähnt, ein Design zu finden, um die Wirksamkeit solcher anspruchsvoller Methoden letztlich nachzuweisen. Die Schwierigkeiten und warum sozusagen letztlich auch die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, ist, dass häufig die Fallzahl an den Studienprobanden gering ist. Wir haben 20, vielleicht 30 Teilnehmer, während wir in den großen Medikamentenstudien 300, 400, 600 Beteiligte haben. Es gibt, wie schon eingangs erwähnt, keine standardisierten Protokolle, ganz unterschiedliche Yoga-Techniken mit unterschiedlicher Häufigkeit der Stunden, mit unterschiedlichen Heimdrehen, also zu Hause weitermachen oder nicht. Es gibt wenig randomisierte Studien. Randomisiert heißt sozusagen, es wird per Zufall ausgewählt, wer jetzt in der Yoga-Gruppe ist und wer jetzt quasi in der Wartegruppe ist. Und natürlich, wie schon gesagt, auch die Verblindung ist eigentlich nicht möglich. Und das nächste, und das ist auch ein methodisches Problem, ist, wir haben es hier mit qualitativer Forschung zu tun. Qualitative Forschung stellt letztlich das Individuum in den Mittelpunkt, und quantitative Forschung ist aber das, was letztlich anerkannt ist von Gesundheitsbehörden und auch von Zulassungsbehörden, wenn man die Wirksamkeit einer Methode oder einer Medikation nachweisen möchte. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Feld, das wir letztlich auch nicht gut vergleichen können, wenn es um die Wirksamkeit geht, mit den klassischen Medikamentenstudien, mit denen wir sonst zu tun haben. Und hier möchte ich schon überleiten zu Herrn Klocker. Das ist ein Satz, den ich persönlich sehr schön finde. Der Zustand und die Qualität des Geistes ist essentiell für die Heilung. Was nicht bedeutet, Heilungen, das möchte ich auch nicht falsch verstanden haben, Heilung bedeutet nicht, dass die Krankheit nicht mehr vorhanden ist, sondern Heilung ist letztlich eine Möglichkeit, mit den Einschränkungen, aber auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, sozusagen gut zu leben.
Und damit möchte ich sozusagen den ersten Theorieblock abschließen und stehe mal für Fragen zur Verfügung. Ja, danke auch der MS-Gesellschaft Wien für die Einladung, dass ich hier sprechen darf. Danke auch Frau Dr. Korneck für die schon wissenschaftlichen Daten zum Thema Yoga und MS. Und ich höre auch, dass schon sehr viel Erfahrung hier im Raum vorhanden ist in verschiedener Hinsicht. Und ich möchte dort anknüpfen, wo die Frau Dr. Korneck aufgehört hat. Der Zustand und die Qualität des Geistes ist essentiell für die Heilung. Und darum geht es letztlich im Yoga, um nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte jetzt so im Laufe der nächsten halben Stunde mal Ihnen so ein bisschen erfahrbar machen, was Yoga bedeutet, was es kann, was es vielleicht nicht kann und was es eigentlich ist. Und so fange ich mal an mit einem schönen Foto, so wie man heute Yoga sieht, in Hochglanzzeitschriften, auf Plakaten und wo auch immer. Und die Frage daneben, ist das Yoga? Oder das? Schöne Fotos, ne? Oder das? Ja. Oder sowas, ja? Was sagen Sie, ist das Yoga? Also, ich lasse es mal im Raum stehen, vielleicht, wir wissen es nicht. Vielleicht nach dem Vortrag wird es klarer, ob es Yoga ist oder nicht. Vielleicht ein paar Worte, wie es dann in der Praxis tatsächlich ausschaut. Sie sehen hier eine bekannte Yoga-Position, die heißt die Kriegerstellung oder auf Englisch Warrior, so wie eben der Krieger. Ich stehe kraftvoll in der Position und bin ganz bei mir und zentriert. Ja. Oft in der Praxis ist es aber so, wie es hier steht, die Warrior-Pose, also die, wo ich mir Gedanken mache und mich mit Sorgen beschäftige. Mache ich es eh richtig? Schaut mir jemand zu? Was mache ich heute Abend zum Essen? Und so weiter und so fort. Ja, das ist Yoga in der Praxis, wie es meistens ausschaut. Ist das Yoga? Vielleicht. Ja? Vielleicht zum Anfang noch ein paar Daten zum Yoga. Mir scheint, ich mache das jetzt schon relativ lang, seit circa 15, 16 Jahren, und da war es noch relativ am Rande der Gesellschaft. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass Yoga in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt, das sind Zahlen aus dem Jahr 2015 oder 16, weltweit rund 250 Millionen Menschen, die Yoga praktizieren, das ist schon recht viel. Und ich habe eine deutsche von der Deutschen Yogalehrervereinigung Zahlen bekommen, dass 16% der Deutschen irgendwann einmal schon Yoga ausprobiert haben. Und das sind doch immerhin 11,3 Millionen Menschen. Wenn man das auf Österreich umlegen würde, wären es circa 1 Million Menschen, die schon Yoga ausprobiert haben zumindest. Ja? Vielleicht gleich die Frage hier im Saal, wer hat schon Yoga ausprobiert von Ihnen? Ja? Ja, vom Verhältnis wahrscheinlich ähnlich. Danke. Ja. Und 2018 waren es ca. 5% der Deutschen, also ca. 3,4 Millionen. Wenn man das wieder auf Österreich umlegt, wahrscheinlich so 340.000 oder 350.000, die es tatsächlich dann auch machen. Und das sind schon recht hohe Zahlen. Was daraus entstanden ist, ist, dass Yoga nicht nur das ist, was es ist, sondern auch ein Wirtschaftszweig geworden ist. Da ist ein richtiges Business entstanden, es werden Matten, Kleidungsstücke, es wird alles Mögliche unter Yoga vermarktet. Es gibt eben Yoga-Magazine, es gibt eine eigene Fernsehsendung im Sportfernsehen, Yoga irgendwie, ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, Yoga wird ein großer Wirtschaftszweig und es ist zu einem Lebensstil geworden und hat für meine Begriffe das, was Yoga wirklich ist, ein bisschen verwässert. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, heute auch so ein bisschen zu sagen, was Yoga aus meiner Sicht wirklich ist, nämlich eine spirituelle Tradition, die, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, circa 4.000 bis 5.000 Jahre alt ist und wo es hauptsächlich darum geht, und das ist schon in den Yoga-Sutren von Patanjali circa 100 nach Christus beschrieben, und das ist ein Satz auf Sanskrit, den ich da unten geschrieben habe. Yoga Chitta Vritti Niroda. Was heißt das? Also wenn Sie eine Yogalehrerin oder einen Yogalehrer in der Nacht aufwecken und fragen, zweiter Vers von Patanjali, der Yoga-Sutren,
wird er sofort sagen, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Das kennt jeder. Was heißt es? Yoga ist das Zur-Ruhe-Kommen der Bewegungen des Geistes. Das ist jetzt eine etwas komplizierte Formulierung. Letztlich heißt es, dass mein Geist ruhiger wird, ruhiger wird, ruhiger wird, die Gedanken weniger werden und ich so mal durchschnaufen kann geistig und mein Geist im Frieden da ist. Wie hört sich das an? Nicht schlecht, ne? Also das ist Yoga letztlich. Jetzt wird man sagen, okay, mein Denken ist mir auch wertvoll, das möchte ich ja gar nicht abstellen, weil Denken ist ja sehr hilfreich. Also Denken im Sinne von, ich kann meine täglichen Aufgaben verrichten, ich kann meine Arbeit verrichten, ich kann Entscheidungen treffen, etc., etc. Okay, das wäre das Positive am Denken. Wann ist das Denken nicht mehr so förderlich? Wenn es mir nicht mehr dient, sondern wenn es mich beherrscht. Also wenn meine Gedanken überhand nehmen und ich nicht mehr abschalten kann, wenn ich nicht einschlafen kann. Und dann ist es sinnvoll zu wissen, wie kann ich meinen Geist irgendwie sinnvoll zur Ruhe bringen. Und das ist letztlich das, was wir mit Yoga machen. Und was entsteht, wenn ich meinen Geist zur Ruhe gebracht habe, ist, dass ich mehr mit mir selbst in Kontakt komme. Und das ist letztlich die Bedeutung des Wortes Yoga. Yoga als Begriff wird oft übersetzt als Vereinigung, Verbindung oder Zusammenführen. Und Verbindung, Vereinigung von was? Genau, das wissen schon alle im Raum. Also es ist schon sehr, sehr klar, was wir machen. Wir verbinden Körper und Geist. Was passiert dadurch? Ich spüre mich wieder mehr, ich komme mit mir in Kontakt, ich spüre meine Gefühle wieder mehr und bin einfach mehr im Leben vorhanden, mehr da. Und das ist schon ein sehr großer Vorteil. Und genau. Und ich bin dann letztlich auch in Verbindung mit dem Leben selbst. Das braucht aber einen ruhigen Geist, weil wenn mein Verstand die ganze Zeit nur Gedanken produziert und ich in Sorgen, in Ängsten bin oder mich beschäftige, was koche ich am Abend zum Essen, dann bin ich nicht ganz bei mir, nicht ganz im Jetzt. Ja, und deswegen ist es so wichtig, den Geist zur Ruhe zu bringen. Ja, und Yoga ist eben ein ganzheitlicher Ansatz, das heißt, wir arbeiten auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der emotionalen und eben auf der spirituellen Ebene, wie gehe ich sinnvoll mit meinem Geist um. Und jetzt würde ich Sie gern dazu einladen, ein kleines Experiment mit mir zu machen. Die Frage ist es leicht, den Geist zur Ruhe zu bringen? Okay, Sie sind sich da eh schon im Klaren. Ich darf Sie trotzdem einladen. Schließen Sie mal kurz die Augen. Und schauen Sie mal, was sich so gerade in Ihnen an Gedanken abspielt, was sich da gerade so tut. Einfach mal neugierig schauen, wie geht es gerade meinem Geist, was tut sich da gerade in mir, woran denke ich gerade, bin ich gerade sehr ruhig oder unruhig. Und dann sagen Sie Ihrem denkenden Geist doch bitte, jetzt sei ruhig, sei still, hör auf zu denken. Probieren Sie das mal aus. Ja, das ist die Erfahrung, die viele gemacht haben und offensichtlich auch die Yogis vor 4.000, 5.000 Jahren. Das geht so nicht. Also ich kann nicht mir selbst sagen, Geist, jetzt sei nicht ruhig, ich will dich nicht mehr, Gedanken hört auf. Und deswegen ist Yoga ein ziemlich komplexes System, das sehr strukturiert vorgeht, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und wie kommt er nun zur Ruhe? Und dazu gibt es den Patanjali, von dem ich schon erzählt habe, der ca. 100 nach Christus gelebt hat und diesen achtgliedrigen Pfad, diese Yoga-Sutren mit diesem achtgliedrigen Pfad entwickelt hat. Und das ist das, worauf das moderne Yoga basiert. Also das ist das Fundament für alles, was wir heute unter Yoga verstehen. Und da gibt es 8 Glieder, die gleichberechtigt sind, wo aber zum Teil die einen auf den anderen aufbauen. Und der erste Teil ist, das finde ich einmal ganz sinnvoll, so Lebensregeln oder Empfehlungen, wie ich gut mit anderen Menschen und meiner Umwelt umgehe, damit mein Geist ruhig bleibt. Ja? Also zum Beispiel Gewaltlosigkeit und Freundlichkeit. Das heißt, dass ich mit mir selbst und anderen freundlich bin und schaue, mir bewusst bin, wie ich durch die Welt gehe.
Ja? Sie können sich vorstellen, wenn ich sehr unfreundlich und mit massiver Gewalt durchs Leben gehe, wird mein Geist nicht so leicht zur Ruhe kommen. Ja? Genauso Wahrhaftigkeit, Wahrheit. Da geht es auch darum, authentisch durchs Leben zu gehen, die Wahrheit zu sprechen und das auszudrücken, was wirklich jetzt von mir zu sagen ist. Und letztlich auch mir selbst gegenüber ehrlich zu sein. Weil alles, was unehrlich ist, was nicht wahrhaftig ist, führt wieder zu großen Gedanken und ich muss mich dauernd damit beschäftigen, wie bin ich jetzt, wie soll ich sein und so weiter und so fort. Und wenn ich einfach bin, dann ist der Geist relativ ruhig. Ja, nichts zu nehmen, was mir nicht gehört. Das klingt jetzt relativ simpel, ja, sagen alle, ich stehle nicht, eh klar. Aber es geht auch so um geistiges Eigentum, um das, dass ich mich mit fremden Federn zum Beispiel schmücke. Ja? Das könnte auch zu relativ viel Unruhe führen. Und die letzten zwei Punkte sind Einfachheit und Einfachheit im Sinne von einfach leben. Unser Geist, haben Sie vielleicht schon gemerkt, hat die Tendenz dazu, sehr viel zu wollen die ganze Zeit. Ja? Der will dieses und jenes und dann hätte ich gern das. Und da ist immer der Glaube dabei, wenn ich das habe, geht es mir besser. Kennen Sie, Sie nicken, ja. Und das haben die Yogis damals offensichtlich auch schon erkannt und deswegen gesagt, Einfachheit, ich muss nicht nach allem streben, was ich haben kann, weil unser Geist wird nie zufrieden sein. Einfachheit im Leben und der bewusste Umgang mit meinen Energien, das war früher in den Yoga-Sutren auf die sexuelle Enthaltsamkeit gemünzt, das war so das Wesentliche dabei. Heutzutage geht es nicht mehr darum, sexuell enthaltsam zu sein, sondern bewusst mit meinen Energien umzugehen. Wie gehe ich mit meinen Energien in Bezug auf andere Menschen und auf andere Situationen um? Ja? Okay. Der zweite Punkt der Yoga-Sutren ist die Niyamas, wie gehe ich mit mir selbst um? Und da ist ein wichtiger Punkt, die Klarheit im Geist, innere Reinheit. Und Klarheit im Geist, Sie können sich vorstellen, was das für uns heute bedeutet. Was nimmt uns die Klarheit? Genau. Wir sind überflutet ständig von Massenmedien, von unserem Computer, von Smartphones. Wir haben alles Mögliche und unser Geist kommt eigentlich nie zur Ruhe. Und es wird zu einer Gewohnheit. Das ist das Problem, dass dann unser Geist eigentlich dauernd beschäftigt werden will. Und das stört uns natürlich, um zur Ruhe kommen zu können. Ja, und da ist jetzt die Zufriedenheit wieder, mit dem zufrieden sein, was ich habe und nicht ständig irgendwo anders hinzuwollen. Ist es möglich zu sehen, was bereits da ist? Zufrieden zu sein mit dem, was ich habe und nicht zu sagen, da wäre noch so viel. Ja? Und dann kommt immer unser Geist und dann hätte ich noch das gehen und dorthin. Ja. Ja. Ein wichtiger Punkt ist Disziplin und Ausdauer. Yoga ist nicht etwas, was ich einmal mache. Also Sie werden heute hier nicht rausgehen und sagen, so, das war jetzt Yoga und das habe ich jetzt auch erledigt. Sondern es braucht einfach eine gewisse Disziplin, dran zu bleiben und die Ausdauer, es wirklich auch zu machen im Alltag. Und da war auch eine Frage, wie oft? So oft wie möglich, am besten täglich, aber dazu komme ich später noch. Ja, Selbsterforschung. Wenn sozusagen ich es schaffe, meinen Geist zur Ruhe zu bringen, dann fällt es mir auch leichter, mich selbst wahrzunehmen und zu sehen, wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit der Welt um? Gibt es da förderliche Gedanken? Gibt es Gedanken, die mich eigentlich abwerten oder komme ich zu den Selbstvorwürfe sehr leicht? Und wie gehe ich damit um? Ja? Also mich wirklich auch ehrlich selbst zu erforschen. Und manchmal können da auch Bücher helfen, die vielleicht inspirierend sind auf diesem Weg, dass der Geist ein bisschen zur Ruhe kommt und sich dass es leichter ist, sich selbst zu erforschen. Ja, und das Letzte ist ein Punkt, der, ja, den könnte man auch mit Gottvertrauen übersetzen. Für mich ist das etwas sehr Pragmatisches. Oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, ich mühe mich ab, ich tue alles, ja. Und letztlich ist es nur anstrengend, es kommt nichts dabei raus. Und manchmal ist es leichter, vielleicht Vertrauen zu haben, dass das Leben gut ist und einfach mal loszulassen und zu sagen, okay, ich schaue mal, was passiert. Und habe Vertrauen, dass ich eingebettet bin in ein größeres Ganzes. Wenn Ihnen das zu esoterisch ist, ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Gut, das waren die ersten zwei Punkte.
Und der dritte Punkt ist die körperliche Praxis. Die Asana-Praxis, das ist das, was heutzutage hauptsächlich mit Yoga identifiziert wird. Yoga heißt diese körperliche Praxis. Was machen wir in dieser körperlichen Praxis? Warum passiert die überhaupt im Yoga? Sie sehen, es ist einer von 8 Punkten. Ja? Es ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, obwohl alle sagen, das ist Yoga. Die Yoga-Praxis, diese körperliche Praxis, ist dazu da, um den Geist auf die Bewegung, auf den Körper zu fokussieren und damit im Moment wirklich da zu sein. Und letztlich natürlich auch diese Nebenwirkungen, auf die ich dann noch zu, die positiven Nebenwirkungen, die natürlich dann auch noch dazukommen, wie dass mein Körper beweglicher wird, stärker wird und so weiter und so fort. Das macht Sinn, aber hauptsächlich geht es einmal darum, ich kann nicht gleich zu meditieren anfangen. Wenn ich mich hinsetze und einmal schaue, nach innen zu kommen, das wird relativ schwierig. Und die körperliche Praxis unterstützt dabei, einmal den Geist auf diese Praxis zu fokussieren und im Moment zu sein. Und darauf aufbauend gibt es dann das Pranayama, die Atemtechniken, wo das, was ich beobachte, der Atem, schon viel feiner und subtiler ist und deswegen das gar nicht so leicht ist. Und da gibt es eine große Anzahl von Atemtechniken im Yoga, die unterschiedlichste Aufgaben haben und unterschiedliche Ergebnisse haben. Dieses Pranayama kann sehr, sehr stark sein in der Wirkung. Deswegen würde ich da empfehlen, auch sehr vorsichtig damit umzugehen und das nur bei einem guten Yoga-Lehrer auch tatsächlich zu lernen. Der nächste Schritt auf dieser Stufenleiter ist das Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber Sie werden merken, wenn meine Sinne ständig nach außen gerichtet sind, bin ich total leicht abzulenken. Ja, vor allem unser Sehsinn, da ist dauernd irgendwie was los und ich bin nur mehr am Schauen. Und sobald die Augen einmal geschlossen sind und ich so ein bisschen mehr ins Spüren komme, wird es leichter, wirklich da zu sein und präsent zu sein. Das heißt, das ist immer ein wichtiger Schritt, auch für die Konzentration, das ist dann der 6. Punkt, das Dharana, auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, das ist zum Beispiel, kann ich mich auf eine Körperstelle fokussieren oder auf den Atem fokussieren oder auch in der Yoga-Praxis auf ein Mantra, also innerlich gesprochene Worte oder auch manchmal laut gesprochene Worte, das den Geist wirklich ganz fokussiert sammelt und damit bin ich immer mehr im Moment. Und was dann dabei rauskommt, ist irgendwann einmal der Zustand der Meditation. Also Meditation ist nicht unbedingt immer ein Tun, das heißt, ich setze mich jetzt hin und meditiere, sondern es ist ein Zustand des Geistes, wo ich mehr und mehr wirklich ganz präsent in diesem Moment bin und so mehr oder weniger in diesem Moment aufgehe, mich verbunden fühle und ganz, ganz da bin und der Geist wirklich zur Ruhe kommt und sozusagen ich nicht mehr so leicht von dem, was meinen Gedanken vorkommt, gestört werde. Und der 8. Punkt ist Samadhi, das ist so ein Zustand der tiefsten Versenkung, wo ich aus meinem alltäglichen Bewusstseinszustand völlig rausgehe und wirklich, das erleben wir manchmal, so Glücksmomente, wo einfach alles plötzlich heiß. Das ist für große Yogis vielleicht ein Dauerzustand, für die meisten von uns werden so kurze Glücksmomente bleiben. Ja, das ist so das Alte, das ist 2000 Jahre alt und immer noch höchst aktuell. Ja? Ich würde gern noch kurz darauf eingehen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht auch für Sie. Was macht Yoga, wie wirkt Yoga auf unser vegetatives Nervensystem? Sie kennen vielleicht, das vegetative Nervensystem ist dafür verantwortlich, dass wir entweder Energie zur Verfügung gestellt bekommen, um aktiv zu werden, ja, das ist der Sympathikus, oder dass wir uns entspannen können, das ist der Parasympathikus. Und Yoga hat nachweislich starke Wirkungen auf unser vegetatives Nervensystem und das könnte folgende Dinge bewirken, nämlich einerseits, dass ich mich körperlich und geistig entspannen kann und dass mein Stresslevel eindeutig runterfährt. Und das passiert relativ offensichtlich, wenn der Parasympathikus regelmäßig trainiert wird, also das ist der Teil des Nervensystems, der uns beruhigt, dann passiert dies. Und zusätzlich ist es auch leichter, dann aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Also das vegetative Nervensystem und Yoga hängen sehr eng zusammen. Wenn das vegetative Nervensystem in den Ruhezustand kommt, also der Parasympathikus aktiviert ist, hat es auch positive Wirkungen auf unser Kreislaufsystem, den Puls, den Blutdruck. Und
Natürlich auch auf die Atmung. Das heißt, die Atmung fährt runter, wird tiefer, wird langsamer. Und das ist so eine Wechselwirkung. Wenn die Atmung tiefer und langsamer wird, beruhigt sich auch das vegetative Nervensystem. Und das ist so ein positiver Kreislauf, der in Gang kommt. Ja, wenn wir in einem Stresszustand sind, dann ist meistens die Verdauung abgeschaltet, weil wenn wir aktiv sind und was tun sollen, ist die Verdauung nicht so wichtig. Ja? Und wenn wir abschalten, wird die Verdauung wieder aktiver. Wenn der Parasympathikus, also dieser entspannte Zustand, mehr da ist, hat das auch sehr positive Auswirkungen auf das Hormonsystem und auch auf das Immunsystem. Ja, also da ist sehr viel, was für Sie vielleicht interessant sein könnte. Und was auch ein ganz wesentlicher Teil ist, wenn ich sehr im Stress bin, dann habe ich so diesen Tunnelblick, dann bin ich ganz fokussiert auf das, was gerade wichtig ist. Meistens ist es negativ, womit ich gerade beschäftigt bin. Und wenn ich mich dann wieder entspanne, wird mein Fokus weiter. Ich habe wieder eine größere Perspektive und es sind plötzlich auch wieder positive Gefühle möglich. Eine Möglichkeit zum Glücklichsein ist da eher in diesem Zustand möglich. Und da gibt es jetzt neuere Forschungen zum Thema Parasympathikus. Wenn ich entspannt bin und nur wenn ich wirklich gut bei mir bin und entspannt bin, ist es überhaupt möglich, gut in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. In einem Stresszustand bin ich meistens nicht so gut in Verbindung mit Menschen. Das heißt, es braucht dieses Runterfahren, um wirklich auch gut in Kontakt mit Menschen zu sein. Und dann gibt es natürlich noch andere Auswirkungen, die bekannt sind, das haben Sie auch schon genannt. Kräftigung und Dehnung der Muskulatur, Flexibilisierung oder auch Stabilisierung der Gelenke, je nachdem, was gebraucht wird, Verbesserung des Gleichgewichts, verbesserte Körperwahrnehmung und eine Veränderung des Körpergefühls, bessere Haltung, ja, also eine Aufrichtung wird gefördert, ich lerne, meinen Körper mehr aufzurichten und mit der Zeit auch merke ich, dass meine Selbstwirksamkeit da ist und dass ich eine Verantwortung übernehmen kann für meine Gesundheit und nicht nur zum Arzt rennen muss, sondern auch selbst für mich was tun kann. Ja, und vielleicht ist auch eine Erfahrung da, dass ich mehr Energie zur Verfügung habe, wenn ich regelmäßig Yoga praktiziere. Gut, wir nähern uns schon langsam der Praxis. Ein paar grundsätzliche Dinge würde ich noch gerne sagen dazu. Keine Wunder erwarten. Es braucht die Kontinuität. Es gibt einen wichtigen Satz im Yoga, 1% Theorie, 99% Praxis. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber grundsätzlich geht es darum, in einem Vortrag vielleicht nicht so. Aber es geht einfach, ich brauche die Erfahrung. Es geht um die Erfahrung, was heißt es, wirklich den Geist zur Ruhe zu bringen, mich zu spüren, mich mehr und mehr zu spüren. Die Theorie hilft, um zu wissen, was ich tue, aber dann braucht es einfach die regelmäßige Praxis. Konsequenz und Disziplin. Und es braucht für neue Gewohnheiten einfach eine Zeit, um die aufzubauen. Und das ist die Neurowissenschaft schon sehr weit. Das kann man auch wirklich in den Gehirnstrukturen sichtbar machen oder es wird auch sichtbar. Und ja, Erwartungen. Sie kennen das Problem mit den Erwartungen. Wir alle haben immer Erwartungen, wollen was erreichen. Die können aber bei der Praxis im Weg sein. Ja? Das heißt, schön wäre es, die Erwartungen einfach loszulassen und dann zu sagen, okay, ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil es mir gut tut im Moment und deswegen mache ich Yoga. Völlig egal, ob ich jetzt dadurch etwas Positives am Ende dabei bekomme oder nicht. Und dann ist es wahrscheinlicher, dass sie etwas Positives bekommen. Das ist die Paradoxie des Yoga. Ja, und das ist ein ganz entscheidender Satz, der mir wirklich wichtig ist. Nicht das, was ich tue, ist wichtig, sondern wie ich es tue. Eben nicht, ob ich jetzt einen Handstand mache oder einen Arm langsam hebe, ist wichtig, sondern in welcher inneren Haltung, mit welcher Bewusstheit, mit welcher Konzentration ich das mache. Ja? Und ein wichtiger Teil, der auch damit zusammenhängt im Yoga ist, ich erforsche meine eigenen Grenzen und wie ich auch mit den Grenzen umgehe. Ja, wo ist meine Grenze? Gehe ich normalerweise sofort drüber und denke mal Hurra und spüre mich gar nicht dabei oder höre ich schon auf, bevor meine Grenze auch nur nahe kommt?
Ja, und da kann man so mit der Zeit die Grenzen kennenlernen, vielleicht auch akzeptieren und mit der Zeit etwas erweitern. Und was Yoga auch ist, ist ein Training von positiven inneren Haltungen mir selbst gegenüber. Und da das so ein wichtiges Thema ist, noch eine letzte Folie, bevor wir zur Praxis kommen. Achtsamkeit. Das ist ein Wort, das gerade sehr, sehr bekannt auch ist, wahrscheinlich inzwischen schon so bekannt wie das Wort Yoga. Was bedeutet aber Achtsamkeit? Achtsamkeit heißt, dass ich voll und ganz in diesem Moment da bin, präsent bin und wahrnehme, was in diesem Moment passiert, mit all meinen Sinnen, mit all meiner Aufmerksamkeit, soweit das halt möglich ist. Aber nicht nur das, sondern da kommen noch ein paar Haltungen dazu, nämlich auch die Akzeptanz. Weil wenn ich nämlich nicht in diesem Moment voll und ganz da bin und akzeptiere, was ist, bin ich schon wieder in den Gedanken, was sein sollte, wie es sein sollte, wo ich gerne hin wollte und bin wieder nicht da. Das heißt, es ist so wichtig, in diesem Moment Akzeptanz zu üben, um wirklich auch da sein zu können. Und das schließt natürlich auch das Schwierige und Ungewollte ein. Und so könnte man auch sagen, es ist so ein bisschen eine Beziehungsarbeit. Wie bin ich in Beziehung mit dem, was gerade passiert? Auch mit dem Schwierigen. Reagiere ich darauf automatisch und sage, Schwieriges, Ungewolltes, Unangenehmes, weg damit? Oder schaue ich mal und kann offen mal sagen, okay, jetzt spüre ich mal hin und schaue mir das an. Das wäre eine neue Beziehung sozusagen zum Schwierigen und damit hängt auch der Gleichmut zusammen, dass ich einfach gleichen Gemüts auf Dinge zugehen kann, egal ob das jetzt etwas Angenehmes oder Unangenehmes ist oder in der Yoga-Praxis, ob ich Erfolg habe und sage, das Yoga hat mir total gut getan, das nächste Mal will ich das wieder so haben und dann ist der Misserfolg schon vorprogrammiert, weil ich Erwartungen habe oder kann ich einfach sagen, okay, ich nehme es, wie es kommt und schaue, was passiert. Damit zusammenhängt natürlich auch das Nicht-Bewerten. Ist das leicht? Wir bewerten ständig. Ja, es wird alles ständig bewertet, nämlich auch so in Kategorien gut, schlecht, richtig, falsch, mag ich nicht, ist mir angenehm, ist mir unangenehm. Und das passiert automatisch, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, der erste Schritt wäre hier, sich einfach mal dessen bewusst zu sein, ich bewerte ständig und ich kann mir das glauben, was ich so bewerte und wie ich die Dinge bewerte oder ich kann einmal schauen, vielleicht könnte es auch anders sein. Gut. Ja, nichts erzwingen wollen ist im Yoga eine sehr, sehr gute Haltung. Ja, also nicht mit dem üblichen Ehrgeiz, wie ich an alles andere herangehe, hineingehe und das muss doch und kann doch und wieso geht der Fuß nicht dahin und jetzt mache ich aber, sondern das Kämpfen einstellen und einfach mal schauen, was geht. Ja? Und ein liebevoller Umgang mit sich selbst ist immer förderlich. Dazu kommen wir noch. Das Nicht-Identifizieren heißt eben, dass ich mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen nicht mehr so völlig verwoben bin und man denke, ich bin meine Gedanken, alles, was ich fühle, bin ich, sondern dass da auch so etwas wie ein Zeuge oder ein Zeuge, eine Zeugin da ist, dass ich wahrnehme, was gerade in mir passiert. Aha, da passiert dieser Gedanke und ich kann ihn glauben oder auch nicht. Scheint es sehr schwierig für Sie? Okay. Nicht identifizieren. Dabei hilfreich ist der sogenannte Anfängergeist. Ich könnte an alles im Leben so herangehen, als ob ich es noch nie vorher wahrgenommen hätte. So offen und interessiert wie ein Kind erforschen, was bringt dir das Leben? Ja, oder auch mit einem Menschen, den ich schon seit 20 Jahren kenne, einfach mal an den herangehen mit einem Anfängergeist und schauen, was passiert Neues? Weil wenn ich schon immer weiß, was passieren wird, wird das Leben ziemlich langweilig. Wenn ich mich wirklich mal aufmache und sage, okay, jetzt gehe ich mal an die Dinge heran wie nie zuvor, habe ich noch nie vorher erlebt, schau mal ganz neu drauf, kann was Neues passieren. Und das war auch im Yoga wichtig, weil diese Positionen macht man vielleicht öfters oder man nimmt seinen Atem öfters wahr und dann kann irgendwann mal so eine Routine reinkommen und ich sage, den Atem habe ich jetzt aber wirklich schon oft genug wahrgenommen, warum noch einmal? Ja? Wieder neu. Jeder Atemzug ist anders, jeder Moment ist neu, wenn wir das zulassen. Geduld. Ja? Nicht sofort große Dinge erwarten, sondern einfach Geduld haben.
ist natürlich nicht nur für die Yoga-Praxis wichtig, sondern fürs ganze Leben. Aber das ist so wichtig, diese inneren Haltungen trainieren wir im Yoga, brauchen wir im Yoga und mit der Zeit kristallisieren die sich auch heraus, die kommen mit der Praxis. Je öfter ich das übe, desto leichter wird es. Ja, und das ist für mich jetzt wirklich ein ganz wichtiger Punkt, Freundlichkeit und Wohlwollen. So eine innere Atmosphäre herzustellen oder sich mal bewusst zu sein, was ist für eine innere Atmosphäre in mir da, wie gehe ich mit mir um? Meistens sind wir gewohnt, sehr kritisch mit uns umzugehen, mit sehr viel Druck mit uns umzugehen. Und manchmal wäre es vielleicht sinnvoller, sich selbst freundlich und wohlwollend zuzuwenden. Und das wäre eine gute Möglichkeit in der Yoga-Praxis, das zu probieren. Und da gibt es noch diesen zweiten Punkt, der damit eng zusammenhängt, nämlich das Selbstmitgefühl. Und da gibt es Studien, dass 80% der Menschen circa mit sich selbst weniger liebevoll umgehen als mit anderen. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Ja. Und vor allem dann nämlich, wenn es uns schlecht geht, wenn wir leiden, wenn wir körperlich etwas haben, wenn wir aber auch emotional, wenn es uns emotional schlecht geht, anstatt dass wir uns selbst in den Arm nehmen innerlich und uns trösten und sagen, es wird schon wieder, machen wir was? Wir kämpfen und machen uns selbst noch dafür fertig, schon wieder habe ich es nicht geschafft und schrecklich und alles Mögliche, anstatt das Naheliegendste zu machen, mit mir selbst liebevoll, gerade in diesem schwierigen Zustand umzugehen. Und das ist so ein wertvoller Ansatz, den kann man nicht oft genug wiederholen. Selbstmitgefühl. Gut, jetzt wäre es an der Zeit, dass wir ein bisschen in die Praxis gehen. Wie gesagt, es wird etwas sehr Einfaches sein. Jesus, na. Ja, wunderbar, passt. Man sieht mich. Sehr gut. Ja. Es wird eine sehr einfache Praxis sein, weil es geht ja nicht ums Was, sondern ums Wie. Und ich hoffe, dass Sie alle mitmachen können. Vielleicht nur kurz, was werden wir machen? Anfangen mit einer kurzen Bauchatmung. Also schauen wir mal, ob sie länger wird oder kurz. Bauchatmung, dann einfache Übungen mit dem Kopf, mit den Armen und ein kurzer Bodyscan am Ende. Das heißt, ein kurzes Durchgehen mit unserer Aufmerksamkeit durch den Körper. Und da werde ich Sie dazu einladen, auch diese Freundlichkeit und dieses Wohlwollen Ihrem Körper gegenüber vielleicht einmal auszuprobieren. Überhaupt dieses Ganze, was wir jetzt machen, als Experiment zu betrachten und einfach zu schauen, Experiment bietet immer die Möglichkeit, dass es funktioniert oder auch nicht und dass hier jetzt alles passieren darf. Ja, es ist kein Muss, einfach ausprobieren. Ja, und wenn Sie mal rauskippen aus dem Ganzen und merken, okay, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, einfach wieder einsteigen und probieren. Ja, ein gemeinsames Probieren. Und damit Sie nicht von den Worten hier irritiert werden, ein paar schöne Steine. Gut. Sehen Sie mich alle? Hilfreich kann es sein, die Augen wieder zu schließen. Und wenn Sie die Augen geschlossen haben, vielleicht, um der inneren Freundlichkeit Ausdruck zu verleihen, so ein kleines Lächeln ins Gesicht zu bringen, sich selbst so ein bisschen zuzulächeln, willkommen zu sagen, hallo, ich wende mich jetzt mal mir selbst zu, das darf auch freundlich sein. Ja, und dann darf ich Sie einladen, sich auch einmal Ihrem Atem zuzuwenden, den Atem zu spüren, wie er vielleicht durch die Nase oder auch durch den Mund einströmt. Und einfach mal so versuchen, wie es ist, wenn Sie den Atem wahrnehmen. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass da Gedanken kommen. Das ist ganz normal. Sie werden sich vielleicht auch in Gedanken verlieren und das einfach zur Kenntnis nehmen, wohlwollend bleiben. Aha, jetzt habe ich mich verloren
und dann wieder zur Beobachtung des Atems zurückkehren. Immer und immer wieder geduldig, als ob nichts passiert wäre. Ja, so die Aufmerksamkeit im Atem verankern, so als ob das wirklich ein Anker wäre. Der Atem fließt ein, fließt aus und ich nehme ihn wahr. Ja, und dann darf ich Sie noch einladen, wenn Sie möchten, eine Hand auf die Brust zu legen und eine Hand auf den Bauch. Und einfach mal zu spüren auch, wie mit dem Atem sich der Körper bewegt. Also vielleicht der Bauch, vielleicht der Brustkorb. Einfach mal spüren, wenn ich einatme, was passiert dann mit meinen Händen? Und wenn ich ausatme, was passiert dann? Naja, und vielleicht ist es möglich, so mit der Zeit den Atem länger werden zu lassen und tiefer werden zu lassen und einfach nur zu beobachten, was passiert, wenn ich das mache. Ja, vielleicht merken Sie, wenn der Atem tiefer wird, dass die Hand, die am Bauch liegt, ein bisschen mehr nach außen gedrückt wird, weil der Bauch sich mehr ausdehnt, vielleicht auch nicht. Ja, und das ist immer wieder möglich, auch wenn Sie abgelenkt sind, wenn Gedanken kommen, einfach wieder den Atem als Anker finden und die Aufmerksamkeit wieder dorthin zurückbringen. Ja, und besonders entspannend kann Atem sein, wenn ich die Ausatmung verlängere. Und dazu gibt es einen kleinen Trick. Ich darf Sie einladen, wenn es für Sie passt, probieren Sie es aus, ob das für Sie stimmig ist, durch den Mund wie mit einem F auszuatmen, so ein F ohne E, also nur das F, und dann einfach schauen, dass der Atem ein bisschen länger wird dadurch. Also durch die Nase vielleicht einatmen und ausatmen mit diesem F. Und wieder durch die Nase einatmen. Schauen Sie, ob das für Sie angenehm ist. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht angenehm sein sollte, lassen Sie das einfach weg. Gut, und dann würde ich Sie einladen, die Augen wieder zu öffnen und vielleicht die Hände wieder nach unten zu bringen, wo Sie sie auch immer haben möchten. Das ist meistens so der Anfang einer Yoga-Praxis, dass ich wirklich mal im Moment ankomme, den Atem wahrnehme. Und wenn ich dann in die körperliche Praxis gehe, in die Asana-Praxis, dass ich diesen Zustand des Sammelns und dieses tiefen Atems mitnehme. Ja? Und dazu würde ich Sie jetzt einladen, dass wir einfach ein paar Bewegungen mit diesem Atem verbinden und Sie schauen einfach, wie es für Sie passt, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und wenn eine Bewegung nicht möglich sein sollte, dann einfach weiter den Atem tief beobachten, so wie er jetzt gerade fließt, oder ihn ein bisschen tiefer machen. Ich darf Sie einladen, die Arme mal vor sich
ausstrecken, sodass sie nach vorne zeigen und parallel zueinander sind. Ja, wir müssen uns an die Platzverhältnisse hier anpassen. Und es ist eine ganz einfache Bewegung. Ich zeige sie vielleicht einmal, Sie schauen einmal her und machen gleich mit. Sie können gleich mitmachen. Ich würde Sie nur dann wieder einladen, die Augen zu schließen. Also mit dem Einatmen einfach ganz langsam und bewusst die Arme bis zur Decke hochzuziehen. Und mit dem Ausatmen wieder nach vorne absenken, sodass Sie parallel zum Boden oder zu Ihrem Pult sind. Und dann können Sie die Augen wieder schließen und einfach mit Ihrem eigenen Atemrhythmus diese Bewegung fortsetzen. Mit dem Einatmen ziehen die Arme hoch. Und mit dem Ausatmen gehen Sie wieder nach unten. Und vielleicht wieder so ein sanftes Lächeln dabei ins Gesicht bringen. Sich freundlich dieser Bewegung zuwenden und so die ganze Aufmerksamkeit in den Armen, dort wo jetzt die Bewegung passiert. So als ob das jetzt das Allerwichtigste auf dieser ganzen Welt wäre. Ja, und dazu braucht es nichts Großartiges, einfach nur eine kleine Bewegung, um eine Aufmerksamkeit darauf auszurichten. Und wenn die Aufmerksamkeit woanders hingeht, ist da sowohl der Atem als auch die Bewegung, die mich wieder in den Moment zurückholt. Gut, noch ein letztes Mal. Und dann kurz die Arme wieder ablegen, wo es auch immer gerade für Sie passt und möglich ist. Und die Augen schließen und einfach so ein bisschen innehalten. Dieses Wort innehalten ist auch so ein wichtiges Wort, so sich nach innen zu richten und einfach mal zu spüren, wie geht es mir jetzt eigentlich in diesem Moment? Was ist jetzt da? Wie fühlt sich mein Körper an? Welche Stimmung ist gerade da? Welche Emotionen sind da? Wie ist mein Geist gerade? Ist der ruhig oder unruhig? Und wenn Sie möchten, eine nächste kleine Bewegung. Und ich würde Sie dazu einladen, die Aufmerksamkeit einfach zu Ihrem Kopf zu bringen. Und zum Hals und Nacken. Und mit dem Ausatmen ganz vorsichtig und langsam den Kopf nach rechts zu drehen, so als ob jeder Millimeter dieser Drehung von Bedeutung wäre. Und mit dem Einatmen den Kopf wieder zur Mitte zu drehen. Und so mehr und mehr einfach wirklich in dieser Bewegung ankommen. Ja, sodass meine ganze Aufmerksamkeit, mein ganzes Sein in dieser Bewegung da ist. Mit dem Ausatmen nach links drehen und mit dem Einatmen wieder zur Mitte. Und so in Ihrem Atemrhythmus das einfach wiederholen, mit dem Ausatmen zu einer Seite drehen und mit dem Einatmen wieder zur Mitte. Gut. Und dann, wenn Sie in der Mitte wieder sind, schauen Sie mal, ob es möglich ist, jetzt auch das Ganze mit dem Nicken so zu machen, also mit dem Ausatmen das Kinn nach unten sinken zu lassen. Mit dem Einatmen den Kopf wieder
anzuheben und das Kinn so ein bisschen nach oben zu ziehen, ganz sanft und leicht. Mit dem Ausatmen wieder nach unten. Und auch hier erinnern Sie sich daran, es geht um die inneren Haltungen. Wie bin ich mit mir in Kontakt? Ist da Freundlichkeit oder ist da irgendein Druck da? Ist die Akzeptanz meiner Grenzen da oder würde ich gern was anderes können? So eine freundliche Atmosphäre im Inneren schaffen, die einfach ganz auf das ausgerichtet ist, was ich gerade tue. Ja, wenn es Sie unterstützt, ist es auch möglich, da dieses Ja, das diese Bewegung bedeutet, auch innerlich zu spüren, ein Ja innerlich zu sprechen. Ja, und dann noch eine letzte Runde. Bis der Kopf wieder in einer neutralen Haltung ist. Und hier wieder kurz innehalten, einfach nachwirken lassen. Wie ist es jetzt nach dieser kleinen, feinen Übungsabfolge mit dem Kopf, mit dem Nacken, dem Hals? Und dann würde ich Sie einladen, die Aufmerksamkeit zu den Schultern zu bringen. Und ganz bewusst mit dem Einatmen die Schultern nach vorne hochzurollen und hinten nach unten. Und so wieder hier in diese kleine, feine Bewegung die ganze Aufmerksamkeit zu bringen und so auch ins Erforschen zu gehen. Was passiert, während ich das mache? Welche Muskeln sind da beteiligt? Was passiert mit dem Atem? Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich das mache? Einfach immer mehr in dieser Praxis da sein, ankommen. Und vielleicht ist sogar ein Gefühl von Genuss dabei. Und Yoga kann übrigens nur wirken, wenn ich es auch mache. Gut, dann das Ganze in die andere Richtung mit dem Einatmen, die Schultern hinten hochziehen und vorne nach unten. Einatmen hinten hoch, mit dem Ausatmen vorne nach unten. Und dann noch eine letzte Runde. Und nach dieser Runde wieder kurz innehalten. Und so meine Schultern nochmal auch wahrnehmen, wie ist es jetzt? Wie fühlen sich meine Schultern jetzt an? Den Atem wieder wahrnehmen. Und dann darf ich Sie einladen, ich mache das spiegelverkehrt mit, ich darf Sie einladen, den rechten Arm hochzuziehen Richtung Decke und dann mit dem Ausatmen nach links zu beugen, sodass die ganze rechte Körperseite lang und länger wird und diese Dehnung spüren. Gut, mit dem Einatmen wieder zurück, den Arm absenken. Mit dem Ausatmen und dann mit dem Einatmen den anderen Arm hoch und mit dem Ausatmen
nach rechts. Einatmen wieder zur Mitte, mit dem Ausatmen den Arm absenken, so im eigenen Atemrhythmus ein paar Mal diese Bewegung, ganz bewusst auch diese Dehnung in der Seite des Körpers wahrnehmen. So, diese Dehnungsimpulse fördern auch die Wahrnehmung von gewissen Körperbereichen und immer mit dem Ausatmen zu einer Seite bewegen. Das ist eine optisch für mich sehr schöne Position. Sie winken mir alle zu quasi. Gut. Und dann noch eine letzte Runde. Und kurz auch da wieder innehalten. Wie fühlt sich's jetzt an? Was passiert im Körper, Geist, emotional? Ich würde Sie noch dann gerne zu einer letzten Asana einladen, nämlich, soweit es für Sie möglich ist, eine Drehung auf Ihrem Sitz, dass Sie sich zunächst einmal nach rechts drehen, vielleicht die linke Hand auf den rechten Oberschenkel, die andere Hand nach hinten, sodass Sie einfach mal diese Drehung spüren und hier kurz verweilen, die Drehung wahrnehmen, atmen und schauen, wenn es möglich ist, auch den Kopf nach rechts zu drehen, die Augen nach rechts schauen zu lassen. Und auch bewusst hier wieder in eine tiefe Atmung zu kommen, vielleicht die Augen zu schließen und sich wahrzunehmen. Was passiert hier auf der körperlichen Ebene? Wie verändern sich auch meine Atemräume, wenn ich das mache? Wird es hier leichter zu atmen oder schwieriger oder ist es einfach anders? Gut, und dann mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurückdrehen und mit dem Ausatmen auf die andere Seite. Ja, wieder auch hier in der Position innehalten, wahrnehmen, was sich so tut. Die Augen können offen sein oder auch geschlossen. Und so bewusst in dieser tiefen Atmung hier verweilen. Und dann mit dem Einatmen wieder zur Mitte zurückkommen und kurz wieder innehalten und die Augen schließen. Gut, zum Abschluss dieses Praxisblocks würde ich gerne einen Bodyscan mit Ihnen machen. Wer von Ihnen kennt den Bodyscan schon? Kurze Handzeichen. Ja. Okay, danke. Für mich ist der Bodyscan eine Art Meditation, es ist eine Meditation, wo es geht, diese inneren Haltungen, die ich gerade vorhin aufgezählt habe, wirklich auch anzuwenden. Das heißt, ich werde Sie dann durch Ihren Körper durchführen, von den Zehen bis zum Scheitel und dazu einladen, einfach freundlich, wohlwollend und akzeptierend, nicht wertend den Körper wahrzunehmen. Also so als Bild verwende ich ganz gern, dass eine liebevolle Mutter sich ihrem Kind zuwendet. Wie macht sie das? Sie macht das zärtlich, freundlich und offen und schaut einfach, was das Kind gerade braucht. Und genauso wäre es möglich, sich auch seinem Körper zuzuwenden. Ja? Ich darf Sie bitten, wenn es für Sie passt, die Augen wieder zu schließen. Und es ist auch gut, wenn Sie in einem Körperbereich nichts spüren, auch das darf sein. Es muss nichts gespürt werden.
Gut, also es ist leichter wahrscheinlich in dieses Spüren zu kommen, wenn Sie die Augen geschlossen haben. Und ich darf Sie einladen, mit dieser inneren Haltung so in Kontakt mit Ihren Zehen zu kommen. Wenn es Sie unterstützt, vielleicht auch die Zehen zu bewegen. Und einfach so auch hier freundlich, offen, interessiert, einfach mal hinzuspüren, wie geht's meinen Zehen eigentlich? Wie fühlt sich's gerade an, wenn ich mit meinen Zehen in Kontakt gehe, jetzt in diesem Moment? Das heißt nicht, dass es im nächsten Moment nicht anders ist. Jetzt fühlt sich so an. Ja, und dann auch die Füße, wie fühlen sich in diesem Moment die Füße an, die Fußsohlen, die Fußriste und auch das Innere der Füße. Wie geht es meinen Fußgelenken gerade? Wie ist es, wenn ich mich dort freundlich hinwende und einfach mal meine Aufmerksamkeit dorthin richte, ohne etwas zu erwarten? Einfach schau, was ist gerade da in diesem Bereich? Ja, wie geht es meinen Unterschenkeln in diesem Moment? Und egal wie es sich anfühlt, ist es möglich, freundlich zu bleiben, mich wohlwollend zuzuwenden. Das ist es, was mein Körper in diesem Moment braucht. Ja, wie fühlen sich meine Knie in diesem Moment an? Die Oberschenkel. Und was ist im Beckenbereich gerade zu spüren? Ist es möglich, hier akzeptierend, freundlich zu bleiben und einfach sich überraschen zu lassen, was ist als nächstes zu spüren? Was ist jetzt da? Auch das Gesäß vielleicht spüren. So wie es gerade den Sessel, den Sitz berührt. Und so langsam auch den Rücken mit dieser wohlwollenden Aufmerksamkeit langsam hochwandern. Und auch hier schauen, was passiert jetzt, wenn ich meine Aufmerksamkeit dorthin lenke, in meinem Rücken, unteren Rücken, im mittleren Rücken und auch im oberen Rücken. Und was brauchen meine Schultern gerade? Wie fühlt sich's da an? Was sagen meine Schultern, wenn ich dorthin spüre? Ja, und dann auch die Vorderseite des Oberkörpers so vom Bauch und Bauchraum beginnend langsam hochwandern. Wie ist es, wenn ich einfach interessiert mich zuwende, offen, neugierig? Das zeigt sich hier von ganz allein. Ich muss da auch nichts tun, ich muss nichts leisten, damit mein Körper etwas zeigt. Das macht er ohnehin. Und wenn gerade nichts zu spüren ist, auch das darf sein. Auch den Brustkorb wahrnehmen, vielleicht spüren Sie auch Ihre Lunge, die sich ausdehnt und zusammenzieht, das Herz, das pulsiert. Ja, und vielleicht ist es auch möglich, da so eine wertschätzende, dankbare Haltung zu finden für all die Organe, die ständig arbeiten. Und wenn Sie wieder bei den Schultern mit der Aufmerksamkeit
angelangt sind, darf ich Sie bitten, die Aufmerksamkeit ganz nach unten zu den Händen zu bringen, zu den beiden Daumen, die Daumen wahrzunehmen. Zeigefinger, die Mittelfinger, die Ringfinger und auch die kleinen Finger. Und ist es möglich, auch hier diese liebevolle Haltung aufrechtzuerhalten? Auch die Handflächen, die Handrücken wahrnehmen, die Handgelenke. Wie fühlen sich die Unterarme in diesem Moment an? Ellbogen, Ellbeugen. Die Oberarme. Und dann auch die Schultergelenke, die Schultern. Und dann zum Abschluss möchte ich Sie auch einladen, so annehmend und freundlich wie möglich den Hals, den Nacken mit der Aufmerksamkeit nach oben zu wandern. Und auch das Gesicht zu spüren und alles, was im Gesicht gerade so zu spüren ist, wohlwollend und freundlich mal anzunehmen. Auch den Hinterkopf, die Seiten des Kopfes. Und so bis Sie ganz oben am Scheitelpunkt, am höchsten Punkt des Kopfes angelangt sind. Und zum Abschluss darf ich Sie noch einladen dazu, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper auszudehnen und einfach auch diese freundliche, wohlwollende Haltung dem ganzen Körper zu schenken, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel. Und das so kurz auch noch nachwirken lassen. Wie ist es jetzt? Wie geht es meinem Körper? Wie geht es mir emotional? Und was passiert auch in meinem Kopf? Wie sind so die Gedanken gerade? Sind die ruhig oder unruhig? Ist da viel los oder wenig? Und so in Ihrer Zeit dann langsam wieder die Augen zu öffnen und nach außen zu kommen mit der Aufmerksamkeit. Genau, und vielleicht ist es gerade an der Zeit, sich ein bisschen zu dehnen, zu rekeln, zu strecken, einmal zu gähnen oder durchzuatmen, genau. Guten Morgen. Gut. Ja, das war jetzt so eine kurze Praxissequenz, um das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen mit Übungen zu verdeutlichen. Worum geht es eigentlich? Und Sie können sich vorstellen, dass das eine gewisse Kontinuität braucht, damit diese inneren Haltungen und dieses Tun auch wirklich Früchte trägt.
So, vielleicht noch so zum Abschluss ein paar Worte von meiner Seite zum Thema, was kann ich jetzt tatsächlich tun für mich, wenn es um Yoga oder Meditation geht. Auf jeden Fall würde es Sinn machen, sich eine Lehrerin oder einen Lehrer zu suchen, um das wirklich gut und ausführlich zu lernen. Aber dann würde ich auch empfehlen, um es wirklich zu vertiefen, auch zu Hause zu üben und besser kurz, einfach wenn es 5 Minuten zu Hause sind, sich einfach immer wieder Zeit zu nehmen und in diesen Zustand einzutauchen, wirklich ganz bei mir zu sein. Und es ist egal, ob ich dann Bewegungen mache, ob ich meditiere oder ob ich meinen Körper durchwandere. Es geht darum, mit mir zu sein, mich mir zuzuwenden. Ja? Und zum Beispiel diese bewusste tiefe Atmung, die Verlängerung der Ausatmung, so wie wir es heute gemacht haben, die freundliche annehmende innere Haltung gehört immer dazu. Und ganz einfache Yoga-Asanas, also die körperlichen Übungen sind, egal wie schwierig sie sind, sie helfen auf jeden Fall, wenn ich sie mit der richtigen inneren Haltung mache, nämlich präsent, fokussiert, annehmend und freundlich. Ja, den wohlwollenden Bodyscan würde ich auch sehr empfehlen. Wenn Sie meditieren, jemand hat gesagt Zen-Meditation, auch gut. Meditation hilft auf jeden Fall, um den Geist zu fokussieren und etwas freier auch von den eigenen einschränkenden Gedankenmustern zu werden. So, die Frage zum Schluss meines Vortrags heißt, ist das jetzt Yoga oder nicht? Jein, genau. Also wir wissen nicht, in welchem inneren Zustand diese junge Frau ist. Ist sie im Gymnastikmodus? Ja? Also ich mache einfach körperlich und zeige, wie toll ich bin. Ja? Ich füttere mein Ego oder ich möchte meinen Körper stehlen. Oder ist es wirklich eine Haltung von, ich bin im Moment, versuche wirklich liebevoll zu sein, frei zu sein, entspanne mich in diese Position. Dann ist es wahrscheinlich Yoga. Genau. Das ist einmal so viel zu meinem Teil. Frau Dr. Kornig wird noch etwas sagen, vielleicht. Möchtest du? Oder auch nicht? Nein, ich bin fertig. Okay. Ich werde auf jeden Fall noch was sagen. Gut. Ja, danke.